Hallo meine lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu The Legend of Zelda Ocarina of Time. Ich hab nachgeguckt, was mit König Sora los ist und ich hab's voll verpeilt, Alter. Wir haben hier am Hyliasee eine Flaschenpost rumliegen. Und diese Flaschenpost müssen wir halt uns ertauchen. Hier vorne zwischen den Säulen, irgendwo. Und dann müssen wir die König Sora geben. Wir sehen da, glaube ich, auch schon... Genau. Da unten liegt sie. Können wir auch, glaube ich, nur mit der silbernen Schuppe bekommen. Ja, genau, okay. Die können wir auch nur mit der silbernen Schuppe bekommen. Alles klar, und das hier ist jetzt die Flasche. Erstens haben wir eine neue Flasche bekommen. Was sehr cool ist. Und zweitens haben wir jetzt einen Brief. Ich wusste, man muss ihm irgendwas zeigen. Irgendwie einen Brief oder so. Gut. Und jetzt... Ja, macht so König Sora gleich Platz und dann können wir an ihm vorbei. Und... in den nächsten Dungeon gehen. Ach Gottchen, ey. Naja, der letzte Part war ja nicht ganz umsonst. Wir haben ja die vorletzte Maske abgegeben, die letzte bekommen, die wir übrigens nur abgeben können, wenn wir alle drei heiligen Steine haben. Und wir haben ein Herzteil bekommen. Und eine Wundererbse gepflanzt. Und die Dings bekommen. Genau, die silberne Schuppe. Also von daher ist das alles noch fresh. Dieser Brief. Der ist von Prinzessin Uta. Lass mich lesen. Sie ist im Bauch von Lord Jabu Jabu? Das ist doch nicht möglich. Lord Jabu Jabu ist unser Schutzheiliger. Er würde Prinzessin Uta niemals verspeisen. Doch seit dieser seltsame Fremdling namens Ganondorf unser Reich besucht hat, benimmt sich Lord Jabu Jabu etwas sonderbar. Dieser Brief scheint echt zu sein. Ihr dürft Prinzessin Uta suchen, wenn ihr mögt. Passiert das Tor hinter mir. Behaltet diesen Brief. Nehmt ihr die Flasche, in der er sich befand. Ihr werdet sie bestimmt gut nutzen können. Bitte findet meine liebste Prinzessin Uta so schnell ihr könnt. Aber wie lange der braucht, um Platz zu machen, das ist so unglaublich nervig, ne? Alter. Oh Gott. Endlich! Boah, das konnten die auch nicht noch langsamer programmieren, ne? Das war locker die langsamste Bewegung, die es gibt. Ach Gottchen, ey. Das ist, nee, das ist echt, das ist... Ich weiß nicht, warum die das so langsam gemacht haben, ey. Hier ist Lord Jabu Jabu. Und ich weiß gar nicht, können wir als Kind dort... Ups. Können wir als Kind dort hinten hin? Ah, das können wir später machen. Wir kriegen eh von Ruto dort vorne im Wasser den Stein überreicht. Dort oben können wir nicht hin. Das weiß ich, also dort hinten. Deko-Kerne, das ist cool. Und hier, noch mehr Deko-Kerne, okay. Ich bin gerade... Irgendwie will ich gerne Fee haben. Nein. Herzchen, okay, ist auch okay. Hallo, Jabu Jabu. Da müssen wir dem nicht einen Fisch geben? Es gibt dir doch einen Trick oder so, ne? Irgendwie so. So. Shit. Okay, das war nicht der Trick. Moment. Ich will mal wissen, ob ich diesen Trick hinkrieg. Ja, man musste hier rauf.
Und... Irgendwie so, oder nicht? Irgendwie so, glaube ich. Ein bisschen schräger, glaube ich, nach da. Hier, man kann irgendwie seine Loading-Zone erreichen, ohne dass er seinen Mund aufmacht. Ich glaube, wir müssen ihm Fisch geben. Warte, muss man das... Warte mal. Ich versuche das jetzt. Es geht. Das machen ja Speedrunner immer ganz gerne. Nein, oh, was mache ich denn? Okay, oder? Es war doch irgendwie auch... Warte mal. So. Runter. So? Ach, keine Ahnung. Ach Mann. So, sind hier irgendwo Fische? Irgendwo Fische. Wo bekomme ich denn jetzt einen Fisch her, Alter? Shit. Okay, ich guck da hinten hin. Man muss ihm, soweit ich weiß... War das ein Fisch? Ich glaube, das war ein Fisch. Ich sehe hinten ja etwas. Da unten sind Fische. Fischis, kommt mal hoch hier. Gut, hier konnten wir eine Bombe legen. Hier ist als junger Link noch nicht mal eine Feenquelle. Ich dachte, hier ist eine Feenquelle. Aber eine goldene Skutula. Nice. Bomb the way. Diesen Stein wegbomben, hallo. Danke. Hier ist doch eine Feenquelle. Super. Oh Mann, ey, pausiere ich kurz das Video gleich? Ich glaube, ich pausiere das Video dann gleich kurz, um mir einen Fisch zu holen. Ja, ich glaube, so machen wir das. Ach Gottchen, ey. Männchen Skinners. Dim, 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 dim. Ich glaube, wir kriegen hier doch... Barons Wind oder so? Barores Wind oder so. Irgendwie sowas. Hallo, mein süßer Doki. Oh, ich bin die Fee der Magie. Oh, ich habe einen mächtigen Zauber für dich. Bitte nimm ihn an. Ich glaube, wir kriegen hier Barores Wind. Das lässt uns teleportieren. In Dungeons. Können Verrohres Wind einmal einsetzen. Es geht auch, glaube ich, nur in Dungeons einzusetzen, außer mit so einem kleinen Trick. Irgendwie. Mit einem kleinen Trick kann man das auch außerhalb Dungeons einsetzen. Außerhalb von Dungeons, aber... Ja, genau. Wir legen einen Teleportpunkt und wenn wir Verrohres Kraft erneut einsetzen, dann können wir dorthin zurück. An diesen Teleportpunkt. So... Oh, vergiss nicht. Oh, hoches Donnersturm, okay. Kannst du nur in einem Labyrinth einsetzen. Mhm. Oh. Gut. Bist nicht mehr. Bekräften wäre mich wieder. Oh, ja, mach ich nicht. So, gut. Ja, ich glaube, dann pausiere ich hier kurz ein Video. Ich glaube, ich brauche. Ja. Das macht, glaube ich, am meisten Sinn. Ich glaube, ihr wollt nicht unbedingt sehen, wie ich jetzt einen Fisch hole. Was ist da oben? Ah. Kann man diesen Fisch da leider nicht an? Oder ist im Sora reich ein Fisch? Ich weiß es echt nicht. Als erwachsener Link gibt es hier jedenfalls zwei Herzteile noch. Das weiß ich. Zwei Herzteile. Ich habe bei dem Trick auf jeden Fall irgendwas falsch gemacht. Ich weiß noch nicht was. Sehr vieles wahrscheinlich. So, Speedrunner denken sich hier so, Alter, dein Ernst? So schwer ist das nicht. Ist einfach nur zu dumm dafür. Ich kann nicht von hier aus mit dem reden? What?
Okay. Wir reden doch mal mit ihm, was er sagt. Brauchen wir einen Fisch dafür? Bitte finde meine... Ja, dein Ernst? Okay. Ja, aber ich wollte auch gar nicht, ey. So, ist hier unten vielleicht irgendwie ein Fisch. Glaube ich, den Soras einfach ein Fisch oder so. Ja, da. Okay. Ich kann mir auch einen kaufen bei dem Typen, ne? Stimmt. Ich wollte das so machen und die Ocarina gerne behalten, danke. Stimmt, ich kann mir im Shop einen kaufen eigentlich, aber... Egal. Du besitzt einen Fisch. Das war doch ein Fisch, oder? Muss ich ihm Fisch geben? Ich glaube, ich muss ihm Fisch geben. Aber ich hätte gar nicht genug Rubine, um mir einen Fisch zu kaufen. Shit. Okay, gut. Naja, wir haben jetzt einen Fisch. Alles klar. Und der Part ist heute auch schon wieder gut, ne? Der ist schon wieder gut. Aber naja. Ach Gottchen. Da oben ist ein Bienenkorb. Das ist eine Bienenwabe. Echt jetzt? Bienennest. Da. Ha. Auch nicht schlecht. Gut. Oh, ich hoffe, das ist richtig, ey. Ich hoffe, es ist richtig. Und dann müssen wir einen Song spielen. Hier, Jabu. Fisch für dich. Ja, okay, es war Fisch. Oh Gott. Huh. Ah! Erstmal eingesogen, ey. So, sehr gut. Sehr, sehr gut. Wir sind endlich in Jabu Jabus Bauch. Endlich in dem Ballast. Eieieiei. Oh nee. Aua. Okay, Moment. Ja, los. Bam. So. Jetzt müssen wir dort oben gegenschießen. Gegen Jabu Jabus Gaumen oder so. Voll gemein, ey. Eigentlich ja echt voll gemein, ne? Geh weg. Abi. Ah. Okay. Hier müssen wir... Kiste. Ich gehe erstmal den Weg hier hinten lang. Ein Herzchen, sehr schön. Sehr, sehr schön. Erstmal gucken, was hier so ist. Hi. Hey, du, wer bist du? Ich bin Ruto, Prozess der Soras. Was? Mein Daddy hat dich geschickt, um mich zu retten? Ich würde niemals jemanden um so etwas bitten. Flaschenpost? Ich weiß überhaupt nicht, wovon du redest. Mein Daddy hat Angst um mich? Ist mir total egal. Außerdem kann ich jetzt sowieso nicht heim. Und du verschwinde, kapiert? Oh nein! Ah, ihr Ernst? Okay, wir rennen hier erstmal hinterher. Hey! Bist du immer noch hier? Ach, du bist so schlimmer als eine Klette. Ich bin okay. Schon seit ich eine kleine Sora-Prinzessin bin, laufe ich hin und wieder in Lord Jabu Jabus Bauch herum. Aber Lord Jabu Jabu ist heute ziemlich seltsam. Hier sind auf einmal elektrische geladene Quallen und seltsame Löcher. Das sind zwei Skulpturas. Das ist eher interessant, hallo? Obendrein habe ich... meinen wertvollsten Stein, aber das geht dich gar nichts an, egal. Du, verschwinde, kapiert? Okay. Du machst dir echt solche Sorgen um mich? Dann wird dir eine besondere Ehre zuteil, du darfst mich tragen. Und übrigens, ich bleibe bei dir, bis ich gefunden habe, wonach ich suche. Kein Witz, ich mein's ernst. Ja,
Sie ist der, die Rätselslösung dieses Palastes, sag ich mal. Und zwar brauchen wir sie für einige Dinge. Wir müssen sie zum Beispiel auf Schalter setzen, weil die Schalter nicht aktiviert bleiben, wenn wir da nichts rauflegen. Was machen wir hier nochmal? Da ist noch, guck mal! Noch eine Skulptula. Der hat jetzt schon 3 Skulpturas jetzt drin gehabt, ey. So, ich will jetzt gerne erstmal... Komm ich da überhaupt hoch? Nein, komm ich nicht mal. Oh. Wasser ansteigen lassen. Jetzt die Skulptula holen, danke. Also das Skulptula-Symbol. So, was haben wir hier? Kommen wir hier überhaupt mit Ruto weiter? Ich habe das Gefühl, wir kommen hier gar nicht mit Ruto weiter. Kann ich das abschießen? Nee. Wir können... Oder müssen wir Ruto einfach rüberwerfen? Oh, guck mal, wir kommen hier gar nicht wieder hoch. Okay, Moment. Ah, hier kommen wir wieder hoch, ne? Ich glaube, dann gehe ich erstmal den anderen Weg da. Oder? Ich weiß halt nicht, ob wir Ruto hier hochwerfen können oder nicht. Das ist halt das Problem. Ich glaube, das dürfte eigentlich machbar sein. Ach, wir gehen zurück. Nein, wir gehen hier lang. Ja, es funktioniert. Okay. Subi. Und wieder hoch. So, wo kommen wir jetzt lang? Nein, es hat funktioniert. Geil. Ich wusste echt nicht, dass das geht, dass man Ruto dagegen wirft. Oh, wie cool ist das denn? Oh, lol. Bleib mal kurz hier sitzen. So. Okay, da oben kommt die Plattform, aber da unten müssen wir halt auch nochmal lang, ne? Ich geh erstmal unten lang. Ich glaube, Ruto können wir halt hier nicht mitnehmen, deswegen lassen wir sie da erstmal kurz liegen. Ist einfach nur ein Deko-Kerl. Was verkauft ihr uns denn? Ich hab da mein Schild gehalten! Alter, ist das dein Ernst jetzt? Nein, du sollst doch nicht hochgehen, Link, ey! Ohne Witz. Bleib. Jetzt kannst du hochgehen. So, was gibt der? Deko-Nüsse. Ich habe schon genug davon. Ah, ich drücke mal B anstatt A, das ist voll dumm. Ich drücke immer B und denke immer so, ja, wenn ich B drücke, dann wird es verneint, sag ich mal, aber das ist gar nicht so. Und anstatt einfach runter und dann A zu drücken, so, nein. So, zack. So, hier können wir doch gleich Ruto rauflegen irgendwie, ne? Ja, hier. Oder auch nicht. Wir kommen da nicht drüber. Alles klar. Also jedenfalls nicht mit Ruto zusammen. Wir müssen, glaube ich, Ruto rüberwerfen und dann... ja, ist eine gute Frage, ne? Machen wir das? Können wir doch Ruto... Ich glaube, wir können Ruto darüber werfen und dann selber rüberspringen. Einfach mal werfen! Nein, können wir nicht. Gut, dann nehmen wir Ruto so mit. Wow. Da können wir dann einen anderen Weg rüber gehen. Ich glaube, da kann man auch einen anderen Weg rüber gehen, ne? Müssen wir ja, sonst kommen wir da gar nicht rüber. Stimmt. Lalalalala. Oh Gott, ey. So, zack, rüber. Okay, das hat funktioniert. Immerhin. Nee, anders kommen wir da gar nicht rüber. Okay, nehmen wir Ruto erstmal so mit. Alles klar.
Gut, 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 gut. Wir müssen den später runterfallen, da wo jetzt gerade das grüne, diese grüne, was auch immer, das ist Nervenbindung langwürstelt, was auch immer. Aber ich merke gerade, ich besiege nochmal schnell diese Viecher hier. Kannst du mal jetzt... Geht nicht. Kann ich die mit dem Schwert angreifen? Ich weiß nicht, was ich mit dem machen muss. Okay, Leute, wir beenden jetzt erstmal den Part. Ich glaube, es hat euch gefallen. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut da rein.